von Jurassic World Evolution. Wir machen jetzt hier weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich mit meinem Ultimate-Fahrt. Ich hoffe, die Soundprobleme haben sich jetzt ein bisschen gut. Ich habe zwei Audio-Tests gemacht, das, ja, also mittelmäßig. Ja, okay, wenn du willst, ich hoffe, was so geht. Kein gerne meinen Kanal und mal über deine Zuschauer, wenn ihr das loswerden wollt. Ja, dann. Überblick. Wir haben hier unseren ultimativen Park. Meinen ultimativen Park. Genau, bestehend aus einem kleinen sogenannten Eyecatcher-Gehege. Eyecatcher-Gehege in der Nähe vom Eingangsbereich, das heißt, man kommt raus. Hallo, hallo. Den Farben her. Hier ist noch ein Euros. Produkt unterwegs. Produkt wurde zugestellt. Haben wir hier ein kleines Fleischwassergehege mit einem Pferd-Euros, der gerade abschafft. Eine ziemlich aggressive Mistviecher. Hab ich beim letzten Mal auch schon gesagt, die haben mir einen Ceratosaurus gezeigt. Als ich aus Versehen freigelassen habe. In einem anderen Park. So. Dann ist hier noch ein kleines Aviarium mit. Ja, ich kann den Speziesnamen immer noch nicht aussprechen. Wir sind hoch erfreut, einen Styracosaurus im Park willkommen heißen zu dürfen. Nee, gerade keine zu sehen. Ja, die kleinen Flatter. Die kleinen, süßen, knuffigen, großäugigen, prähistorischen Fledermäuschen. Genau, dann beginne Produkttransport. Haben wir hier drüben Stellung abgeschlossen. Das große Gehege, inklusive einer Jurassic-Tour. Ja, da werden wir nachher noch mitfahren. Hier haben wir nämlich einmal den Spinoceratops. Spinoceratops, so. Spinosaurus und Styracosaurus. Dann ist hier überhaupt der Dinocheros. Der größte Pflanzenfresser im Spiel. Eigentlich ein Fischfresser ist. Ja, das ist ja beides. Rätsel, diese Fiedertasaurier. Genau, so, dann fehlt uns jetzt zum perfekten Park eigentlich noch eine Lagune und ein Gehege mit einem richtig großen. Transport abgeschlossen. Hatte ich beim letzten Mal noch versprochen, dass wir da auch noch sowas bauen. Gehege mit einem richtig fiesen Miststück, sozusagen. Da werden wir auch nicht mit normalen Zäunen auskommen, da brauchen wir die Beton. So, ja, so. Sollte für das Schätzlein reichen. Ja, aber hier müssen wir dann auch. Bestätige Produktzustellung. Einmal kurz Pause stellen, dass wir hier in Ruhe die Mauern verlegen können. So. Einmal. Wäre nicht schlecht, da noch ein Tor reinzubauen. Jetzt sind wir hier mal ganz mutig. Obwohl, nee, lieber nicht. Wir machen hier einfach nur einen klassischen Beobachtungsbaumstein. Das ist in dem Fall von dem Malta Expansion Pack. Beobachtungslounge. So. Und
was da jetzt genau reinkommt, kümmern wir uns gleich drum. Das muss hier erst noch mal. Gesäubert werden bzw. umdekoriert. Das machen wir hier nämlich. Bisschen Wasser hin. Dann darf natürlich auch nicht Bob die Ziege fehlen. Keine Ahnung, warum ich Bob die Ziege Bob nenne. Ist mir irgendwann so gekommen. Also die Ziege. Und dann machen wir hier so ein kleines und den Rest klatschen mit Sträuchern voll. So. Ein bisschen die. Ränder korrigieren. So, okay. Gehege steht. Aber der Bewohner fehlt. Ne, Bewohner, kümmern wir uns gleich. Ja, ich will es ein bisschen rauszögern. Ich will nicht die ganze Munition direkt am Anfang verschießen. So, hier haben wir noch jede Menge Flusslandschaft. Landschaft. Einmal weg mit dem Wasser. Wälder müssen wir auch mal roden, dass hier Platz ist. Hier in den zweiten Bereich bauen wir die Lagune. Und vielleicht wird Platz für noch ein zweites Aviarium, also ein zweites Vogelkäfig. Um es mal mit den Worten aus Jurassic Park 3 auszudrücken. Der Wald kann weg, dann machen wir hier auch das Wasser gerade nochmal. So. Das ist trockengelegt. Eventuell Naturschützer wird es nicht freuen. Vielleicht wäre es noch sinnvoll. Ich hasse das. Ja, passt schon irgendwie. Okay, ist nicht mehr ganz so schlimm. Aber ihr seht schon, das ist einfach nur furchtbar mit dem ganzen Gefäder. So. Ich hab mir jetzt hier nicht den ganzen Park verhunzt. So. Muss man hier ein bisschen tricksen. So, aber hier den Weg für das zweite Gebiet. Ja, dann können wir hier nämlich noch mal einen unsichtbaren Zaun legen. Auch noch ein paar kleinere harmlose hier rein. Das dürfte für die Winzlinge reichen.
haben wir hier nämlich noch. Also einen Platz anlegen im Plaza. Diesmal sind wir ganz mutig und nutzen einfach mal die Tatsache, dass es auch andere Wege gibt, außer die Asphaltwege. Ausfall ist jetzt nicht ganz so groß wie zum Beispiel in Planet Zoo, das ja vom selben Entwickler stammt, was sich total anders spielt. So, okay. Was haben wir hier? Nämlich so einen schönen Pflasterpfad, den wir mit... Ach, Moment. Moment. Mal schauen. Lagunenschild, Jurassic World, Aviary. Ja. Gäste sollen ja auch wissen, wo sie hingehen. So. Müssen wir hier vorne am Eingang von der Jurassic Tour natürlich auch nochmal ein Schild hinsetzen. Hat keinen spielerischen Mehrwert, aber... Wo waren wir genau? Hier setzen wir noch ein bisschen Dekokram hin. Irgendwas, was wir noch nicht schon tausendmal verwendet haben. In dem Fall Springbrunnen. Hier gerade ist was anderes, aber whatever. Ist wie das. So. Natürlich. Gehören auf die Fackeln hin. Die einen sagen, es ist krumm und schief, die anderen sagen, es hat Charakter. Ich gehöre zu denen, die sagen, es ist krumm und schief. Okay. So, dann machen wir hier noch. Das war das Falsche. Das große Hotel. Ein großes Hotel hatten wir noch nicht. Genau. Ja, mal das große Hotel hin. Mit Zugang zum Platz. Deko kommt zum Brunnen hin. So, dann haben wir hier noch Platz für so eine kleine Fressbude. Einmal. Ja, konfigurieren brauchen wir nicht. Ist eine E-Sandbox. Zweimal. Dreimal. Dann will ich hier nochmal so einen kleinen, bisschen abgelegeneren Teil für die Gäste, wo sie ein bisschen was zu futtern holen können. Ist ja in vielen Zoos auch so, dass, wenn es Restaurants gibt, dass die manchmal auch so ein bisschen abgelegener sind, damit die Leute auch ja in den abgelegenen Teil kommen. Wo dann die meist nicht ganz so intelligenten Tiere sind. So. Dann platzieren wir hier auch nochmal ein Saurier-Skelett. Okay, dann zurück zum Gehege.
Schauen wir noch mal, dass wir da irgendwas Kleines in das kleine Gehege setzen. Dann nehmen wir. Ach komm, die Minmis hatten wir noch nicht. In keinem meiner Videos bisher. Minmis und die Lystrosaurier. Natürlich immer noch die Frage, was kommt da rein? Die Frage beantworte ich euch noch nicht direkt, sondern wir schauen mal, ob wir hier noch ein bisschen Leben in die Bude kriegen. Also ein paar kleine Styracosaurier und die großen Hybriden kann man machen, aber da fehlt was. Brauchen noch irgendwas Lebendiges, aber okay, Lebendiges, blöd ausgedrückt, irgendwas Lebhafteres. Genau. Von denen dürften reichen. Vier von denen, gerade nochmal schauen. 4 bis 8, jawoll, Minmi. 4 bis 8, okay, passt. Dann, hier auch draußen so ein kleines Steppengehege. Wasser gehört natürlich dazu. Wir wollen ja nicht, dass die Kleinen verdursten. Ja, die Steppe. In dem Fall kommt keine Beobachtungslounge hin, sondern aus dem Biosim. Hier nochmal. Man schief, aber egal. Da setzen wir noch ein paar Bäumchen hin. Toiletten haben wir auch ein bisschen wenig. Und daher auch gerade eine hingesetzt. Okay. Dann lassen wir doch mal die Lystrosaurier und die Mini. Sammle Produkt ein. Wird wahrscheinlich wieder ewig dauern. Aufgabe erhalten. Okay, dann kümmern wir uns jetzt mal um. Den großen Fleischfresser. Wäre eine Option. Der ist aber ein reiner Fischfresser. Nein, das muss nicht sein. Dann der Scorpius.
bekannt aus dem ja, Jurassic World Camp Cretaceous oder Deutsch Neue Abenteuer. Wäre eine Option oder der Indominus. Gerade selbst noch so ein bisschen am Überlegen. Leuchtender Indominus. Und die Sachen ein bisschen spannender zu machen. Scorpius Rex. Jetzt spielen wir wirklich mal ein bisschen. Ungesellig, intolerant, super stark. Dafür aber eine kleine Glaskanone, sprich, er hält nichts aus. Und so mittelmäßiger. Okay, während die Hybriden am Ausbrüten sind, gucken wir noch, dass wir hier eine Lagune hinsetzen. Ich gebe zu, ich bin zwar ein Fan von den Lagunen, aber ich kriege es nicht hin, dass die irgendwie cool aussehen. Also erwartet da nicht zu viel. Na gut. Dann haben wir hier das Becken. Oh je, hoffentlich klappt das auch mit. Da können wir da jeweils eine hinmachen. Nicht ganz so furchtbar aus, wie ich befürchtet habe. So. Dann haben wir da die zwei Tribünen. Dann benötigen wir noch die Brutstätte. Ich bin kein Fan von diesem Gefällesystem. Das geht. So. Dann. Ich hoffe, ich überschätze mich da jetzt nicht. Ja, dann die Schildkröten. Na gut, machen wir erstmal die Deko. Zu viel. Da muss ja noch eine Futterstation hin. Auch hier kleckern wir nicht, sondern klotzen. Ich habe das richtig rumgebracht. Da kommt Futterspender hin.
wieder mal das Wasser. Und noch ein bisschen dekorieren. Seit dem letzten Update gibt es ja auch Seta. Ich ganz gut finde. Wie sieht das aus? Sieht ja lassen. Haben wir hier noch so ein kleines Schiffswrack. Nicht, dass die urzeitlichen Tiere, die da rumschwimmen, sich für interessieren, was auf dem Boden liegt, sofern es nicht zappelt. Transportiert. Schließen rein. Und das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht, nochmal ein. Form von Fischen. Moment. Okay, wo haben wir es denn? Hier also einen größeren Platz hin. Der muss jetzt nicht wirklich 100% gerade sein. Da würde es auch schon reichen. Dass er überhaupt aussieht wie ein Platz. Mehr schlecht als recht, aber das passt schon. Okay, für eine Gästeattraktion fehlt uns hier, glaube ich, der Platz, ne? Doch, das geht. Okay, große Fressbude ist zu groß. Okay, reicht nur für eine. Nichts. Da schaffen wir Abhilfe mit ein paar Bäumen. Wieder mal. Immerhin ist es Kanada. So, dann. Zustellung wurde abgeschlossen. Klingt das also langsam nach, als wären die. So, wir haben fast alle freigelassen. Moment, verschieden geht anders. Sprengbrunnen. Und ihr habt da fast Fackeln. So ein bisschen platzig aussehen.
Ja, hier der Teil ist nicht so ganz das Glanzstück des Parks. Ah, die sind ja immer noch am Ausfliegen. Lass mal einen Turbo reinhauen. Produkt wird transportiert. Was ist das jetzt? Produkt zugestellt. Nein, da warten noch ein paar. Oh Mann. Hat der gerade den anderen gebissen oder war das ein Bug? Also das ist ein Glitch. Okay. So. Produkttransport im Gange. Da die noch beschäftigt sind, die anderen Viecher auszufliegen. Gucken wir mal, was wir hier reinsetzen können. Wir mischen hier einfach mal das coole Zeug mit so ein bisschen langweiligeren Sachen. Hier haben wir einmal das Schwamm. Das ist eine Uhrzeitschildkröte. Zustellung bestätigt. Oh nein, sie kann sich nicht einziehen und mit Düsenantrieb durch die Gegend sausen wie Gamera. Auch wenn Gamera ja anscheinend davon ganz leicht nicht so gut ist. Okay, für die von euch, die Gamera nicht kennen, Gamera ist ein japanisches Monsterfilm-Franchise. Das, ja, so ähnlich ist wie Godzilla, aber es ist halt kein rotierter Dinosaurier, sondern eine Uhrzeit-Schildkröte aus dem All. So viel habe ich jetzt nicht von gesehen, aber was ich gesehen habe, hat mir schon gefallen. Oh, von den eine zweite Ladung, in dem Fall schwarz und rot. Theoretisch könnten wir hier ja auch. Liebe Gäste, wir sind hoch erfreut, einen Lystrosaurus im Park willkommen heißen zu dürfen. Mehrere Brutkästen reinsetzen. Das suche ich tatsächlich nur. Für die Archelons gibt es nämlich extra Felsen. Und diese Felsen finde ich gerade am besten nicht. Cool, Dominus Rex Skelett. Vielleicht hier bei bestätige Produktzustellung. Nein. Definitiv nein. Können wir noch genau machen, noch so eine Beobachtungsgruppe. Dann platzieren wir hier bei Timo. Ozeane deutlich wärmer waren als die heutigen. Aus diesem Grund sind wir bemüht, ihnen im Park ein ähnliches Temperaturniveau zu bieten. Ah, da hat er es verstanden. So. Machen wir hier noch den Felsen für die Archelon hin. So, die Kleinen können wir, die Großen können wir schon mal rauslassen. Thank you.
Wenn wir an Tiere denken, die unseren Planeten schon am längsten bewohnen, fallen uns meistens Krokodile oder Haie ein. Aber die prähistorischen Gewässer der Erde waren auch Heimat einiger überaus beeindruckender Schildkrötenarten. So wie zum Beispiel Archelon. Ich finde, sie haben eine sehr beruhigende Ausstrahlung. Sehen zwar ein bisschen aus wie Pinguine, hier vor allem der Kopfteil, aber ja, finde ich schön. Produkttransport beendet. Haben sie jetzt einen Felsen gekriegt, auf den wir sich sammeln können. So. Sind immer noch nicht fertig, okay? Könnt ihr euch schon denken, die beiden hier kommen das Ganze zum Schluss. Oder? Mal schauen. Jetzt brauchen wir natürlich noch das große Gehege, da wollte ich auch noch ein bisschen was reinmachen. Den Falle. Ja, beim Spinoraptor habe ich tatsächlich Angst, dass der mir die Pflanzen angreift. So, gerade mal. Die Pflanzenfresser nicht angreifen. Und etwas, das ich schon beim letzten Mal vergessen habe, so schon beim Ankylosaurus. Ja, ich bin wieder zu weit runtergescrollt. Was ist Ankylodocus? Ach, das ist ja auch noch. Den gibt es ja auch noch. Das ist auch so ein Hybrid, okay. Ankylosaurus. Gibt es da? Ja, es gibt den Bumpy-Skin. Bumpy ist ein. Ist mein. Einer meiner absoluten Lieblings-Charaktere in Camp Cretaceous. Ein genetisch nicht ganz so perfekter Ankylosaurus. Der total am Feld gewachsen. Auch wenn es einfach nur ein computeranimiertes Vieh ist. Falls ihr es nicht schon gemerkt habt, ich finde Camp Cretaceous und jetzt auch die neue Serie Chaos Theory total super. Beim Chaos Theory ist, also wenn Camp Cretaceous oder neue Abenteuer Lost für Kinder gewesen ist, also Lost ist diese Mystery-Serie, die von 2004 bis 2010 gelaufen ist. Also wenn Camp Cretaceous Lost für Kinder ist, dann ist Chaos Theory ATX für Kinder. Eher sage ich zu Chaos Theory nicht, weil die Serie gerade erst auf Netflix gedroppt ist und ja, ich habe sie jetzt noch nicht ganz durch. Ein paar Folgen fehlen noch, aber ich bin sehr begeistert. So. Dann. Oh, cool. Dann sieht es sogar noch schöner aus. Nein, die Musterung hier. Nein. So,
Ich glaube, ihr wisst, ja, wo es hinausläuft. Obwohl, okay, den könnte ich sogar züchten, ohne Bedenken haben zu müssen, dass der Megalodon die Schildkröten frisst, weil der tatsächlich nur den Dunkleus Deus nicht aufstehen kann. Der Dunkleus Deus ist das Vieh hier. Wer ist denn Dunkleus Deus? Sehr schön. Auffällig. Dinosaurier. So. Okay. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Raptor. Doch, Spinner Raptor. Und die Dinosaurier. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Das dürfte jetzt auch die für das große Gehege erstmal genug sein. Hier ist unser Technotus. Das fliegt mit dem ganz langen Hals. Produkt in der Luft. So. Ist die Lagune? Da ist die Lagune. Also reichen 5 Ichthyosaurier, wollen die Lagunia nicht zu übervölkert machen. Liebe Gäste, wir sind hoch erfreut, einen Spinoraptor im Park willkommen heißen zu dürfen. Können wir gerade mal ranzoomen. Produkt zugestellt. Transport im Gange. Auch eine ziemlich coole Neuerung, dass man jetzt eben den Tribünen auf diese Herrscherschildkröte der Oberkreide ist gut gegen Raubtiere geschützt, die sie von unten angreifen. Archelon besitzt zwar keinen festen Panzer, aber die Unterseite des Tieres ist durch 4 sternförmige Platten verstärkt. Dies macht ihn nicht gerade zu einer schnellen Mahlzeit für einen Mosasaurier. Auch so ein Detail, das ich total feier, dass man immer wieder so durch Wagen hört, die einem die Saurier ein bisschen erklären. Zustellung abgeschlossen. Autos? Ja. Zeit für ein Duell. Das hier ist ein Ankylosaurus. Ich finde, er ist ein wandelnder, gepanzerter Tunichtgurt. Einige finden ihn charmant, amüsant, unterhaltsam, wie sie meinen. Okay. Jetzt zöge ich es auch nicht länger hinaus. Ich lasse gerade noch einmal die... Hier will man auch nicht nachts begegnen, da beim Tauchgang. Ihr habt es vielleicht in einem meiner anderen Videos gesehen. Ich habe ja einmal Megalodon DLC rausgekommen ist. So einen mit einem Mech zusammen gesetzt. Und oh boy, das hat nicht gut geendet. So. Ich die Sorry dazu.
Kleinigkeiten sind. Transport abgeschlossen. So. Dann lassen wir zuerst den Scorpius frei. Okay, wäre ich fies, würde ich den jetzt einfach so freilassen, aber. Nein. Nein. Produkt muss eingesammelt werden. Das soll ja der perfekte Partner sein. Ganz zum Schluss, wenn wir dann komplett durch sind, dann können wir mal drüber reden, dass das Flugzeug freigelassen wird. Was ist hier noch? Fleischfraktion. Hopp. So, auf die Ziege. Okay, langsam mit der Gag nicht mehr lustig mit Bob der Ziege. Transport hat begonnen. Ich verspreche, ich mache ihn für dieses Video nicht mehr. Er kriegt durch die. Ach, jetzt Launch. Da hinten sieht man auch den Vogelkäfig. Schauen, ob das Spiel uns ein paar Infos zum Scorpius Rex gibt. Ansonsten. Produkt wurde transportiert. Was ist das? Absolut hässlich. Okay, da vom Spiel nichts kommt. Der Scorpius Rex ist quasi das Vorgängermodell vom Indominus. Und in Camp Cretaceous hat er eine nicht unwichtige Rolle gespielt. Er kann, will ich nicht dazu sagen, weil sonst ist das doch zu viel Spoilerei. Oh, wir haben zu wenige. Dann müssen wir noch ein paar nachzüchten. Sieht man schön. Hier haben wir einmal die grünlichen Archelon. Und hier aus der zweiten. Sprung den Schwarzkopf, der mir tatsächlich einen Tick besser gefällt als der Grün. So. Der kleine hier war ja so der Running Gag im dritten Jurassic World Film. So, okay. Okay, dann beenden wir das Video damit, dass wir den Indominus freilassen. Ladung die Ichthyosaurier und gerade mal legen. Da ich noch ein Video mit diesem Park machen werde, können wir ja schon mal für die Katastrophe vorsorgen. Also. Ja, beim nächsten Mal lasse ich dieses Biest hier frei. Das ist gesträuft. Sehr großer Hunger.
sehr belastbar. Ist schon anhänglich. Absolut ungesellig. Komplett Intoleranz. Stark. Aber auch verletzlich und relativ fit. So. Dann haben wir hier den Mac und. So. Kann überlegen, was. Was schlimmer ist, der Kronosaurus oder der Mosasaurus? Ah ja, das Lyroplyrodon. Es ist leider kein magisches Lyroplyrodon. Kronosaurus dazu, so. Produkt unterwegs. Okay. Schauen wir gerade mal, wie die. Hier scheint es ja entspannt zu sein. Cool. Es sind mir hier noch ein paar zu wenig in dem Gehege. Komm. Machen wir ein Gehege draußen. Machen wir noch einen Ankylodokus fürs nächste Mal. Die Lystosaurier, denen geht's nicht so gut, aber sollte keine Auswirkungen haben. Zustellung abgeschlossen. Und wie er sich mit dem. Sagen, dass der Scorpius dann im Dominus-Platz machen kann. Der Zuschauer hat da drin, der reagiert da gar nicht drauf. Okay. Gut, dann danke fürs Zusehen. Beim nächsten Mal lassen wir dann noch die anderen Saurier raus und drücken noch mal eine kurze Tour und dann kommt das, worauf wahrscheinlich alle gewartet haben. Die Saurier brechen aus. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, wenn ihr auf YouTube wart, lasst gerne einen Kommentar da. Abonniert den Kanal. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr auf Twitch zuschaut oder es euch als Aufzeichnung anseht, folgt gerne meinem Kanal. Ich freue mich immer über neue Zuschauer. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.